Oh.
So, dann überraschen wir mal ganz alle. In Hoffnung, dass man uns jetzt tatsächlich hört. Und es gibt sie doch. Ah, Chat weiß ich schon. Heißt also, dürfte funktionieren. Ja, hallo. Schönen Nachmittag hier. Für die linke Fast-Brand-Freunde hier.
zu unserem deutschen Weekly. Die technischen Gebrechen wurden behoben, das heißt, wir sind wieder da. Wir, im Sinne von mir, Red Armor und Ralan hier. Hi, Ralan. Hallo, Red. Schön, jetzt endlich auch offiziell sprechen zu können mit dir. Ja, schon. Wir haben ja die ganze Zeit über zumindest unseren Tracker-Dummy-Commentary gegeben. ja, also bisher eigentlich ein sehr interessanter Seed. Wir haben Argenim für Dark World Access erlegen müssen. Uns fehlen immer noch Hammer und beide Handschuhe. Also wir haben, obwohl wir mittlerweile schon, weiß ich nicht, wie lange sind wir schon in Dark World? So 10 Minuten? Kein einziger Handschuh und kein Hammer. Also. Ja, gut, also ich bin noch der Meinung, beide haben Palace of Darkness erstmal an der Seite liegen lassen. Bei diesem Setup, gerade wenn man gar keine Handschuhe findet, ist das eigentlich oft so, dass zumindest ein paar Handschuhe sich in Pod befindet. Vor allem, wenn es Pendant Pod ist, weil Pendant Pod hat immer was. das nicht, aber ich meine, Pod mit bis zu 7 Items. Ja. Ja, und natürlich, was Raylan hier anspricht, ist, dass wir MC Shuffle spielen. Das heißt also, Karte und der Kompass sind wie in Kisanity in den generellen Itempool reingeschuffelt worden. Und diese beiden Items haben auch dieselben Funktionen wie in Kisanity. Das heißt, also die Karte zeigt einem an, welchen Pendant oder Kristall man aus einem Dungeon rausbekommt. Und der Kompass ist quasi ein kleiner Kistentracker, wie man hier bei Ramon sieht, jetzt da unter den Bomben und Rubine. Er hat einen von 8 Kisten geöffnet. Also einen von 8 Item Checks gemacht. Und dafür ist der Kompass jetzt auch zuständig. Also die Karte ein bisschen nützlicher, weil die halt wichtigere Informationen macht, aber ist auch ganz, ganz nett, einen Chest Tracker zu haben. Ja. Meistens braucht man es dann aber nicht, denn man weiß auch so ziemlich gut, wo die Kisten stehen und wie viele es sind. Ja, natürlich. Hier haben wir ein Bombos-Medaillon, die ist dann hier. Ja, also die große Kiste können wir noch nicht begehen. Der kleine Schlüssel könnte sich immer noch weggeschlossen haben. Und das bringt mich natürlich auch zu einem anderen Ding: Beatable. Beatable Logic heißt, dass wir in diesem Seed nur die Items bekommen, garantiert bekommen, die wir 100% brauchen, um den Seed zu beenden. Das heißt, also, optionale Items können sich wegschließen. Boots zum Beispiel könnten irgendwo sein, wo wir normalerweise Boots brauchen würden, um hinzukommen, zum Beispiel auf einer Fackel. Oder wenn jetzt das Maya Medallion ein anderes ist als das für Turtle Rock, könnte sich das Medaillen in Maya wegschließen, für Maya. Genau, das wird sich also zeigen. Ja, in ob diesem Fall überhaupt. Das was? Mach weiter. Sprich ja, was wir da alles bekommen können oder nicht bekommen können, wird sich dann noch zeigen. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass, wenn wir die Boots nicht brauchen, sie einfach nicht auffindbar sind. Und aber natürlich mit dem Pendant Layout, das wir haben, ist das einzige Item, das wirklich sich wegschließen kann, jetzt mittlerweile nur das Maya Medallion. Also den Hammer brauchen wir, den Bogen brauchen wir so oder so. Yep. Und Ramont hat gerade das Buch hier gefunden. Ja. Das öffnet uns inzwischen den Weg nach Desert Palace rein. Was uns halt ermöglicht, an unser zweites Schwert ranzukommen. Genau, weil das zweite Schwert liegt ja auf der Resonledge, wie wir bei beiden Runnern gesehen haben. Ja. Und mit Map Compass Shuffle bedeutet das auch, egal wie das Key-Layout in Desert aussieht, wir können auf jeden Fall einen weiteren Item-Check machen, denn die Maps und Kompasse sind ja rausgeschuffelt. Ja, das heißt also, es kann bis zu, können 4 Items in Desert Palace sein. Ich glaube, den normalen 2. Genau. Dementsprechend jeder Check neben der Torch und dem Boss in Desert sind ein Item.
Das Einzige, was garantiert ist, sind, wie gesagt, die Schlüssel. Die sind bei MC Shuffle nie angerührt. Also die sind etwa immer noch in denselben Waffen. So okay. Quasi ein Mini-Key-Sanity. Ja. Und Ramon zeigt uns jetzt den Weg, den man nehmen muss, wenn man keine Handschuhe hat im Thiefstown. Relativ selten, dass man das sieht. Ja, aber manchmal findest du halt keine Handschuhe, weil zum Beispiel Blind sich denkt, na, ich möchte ein wenig schicker aussehen und die Handschuhe sehen so toll aus. Dabei sind Blinds Hände ja Feuer. Wie trägt der Handschuhe? Ne, Blind hat heute nur auf 10 Pfeile aufgepasst. Ja, aber auch den grünen Anhänger, den wir bei Sahasol einkaufen. Und wie man hier sieht bei dem Item-Tracker, 7 von 8, aber wir haben keinen Schlüssel. Das heißt also, dass der kleine Schlüssel sich in der großen Kiste weggeschlossen. Ja. Also das haben wir schon gewusst, als wir die Maiden's Chest aufgemacht haben, weil Blind kann den kleinen Schlüssel ja nicht haben. Genau, selbst mit den Dungeon-Items, und also den Maps und dem Kompass rausgeschaffelt, gelten natürlich immer noch dieselben Regeln für Key-Logik. Da hat sich dann auch nichts verändert. Yoshi mit dem kleinen Gebet vor dem Öffnen der Kiste, dass er den kleinen Schlüssel auch nicht findet. Der kurze Moment ist so ganz bitte. So, und Ramon macht sich hier auf den Weg auf die South Dark World Checks hier. Da fangen wir mit dem Digging Game an. Bis zu 30 Schaufeln. Hoffen wir, dass es möglichst wenig bleiben, aber. Also, ich glaube, da kann ich dich schon jetzt enttäuschen. Das sieht nach sehr, sehr viel aus. Ja. Ah. Trostpreis: immerhin haben wir unser erstes Paar Handschuhe gefunden. Unseren ersten Handschuh. Das heißt, das bringt uns momentan fast gar nichts, aber wir sind schon mal ein Stück näher an komplettem Access dran. Naja, wir können das Palace komplettieren jetzt. Wenn's nicht bootslocked ist. Ja, okay, wenn's nicht bootslocked ist. Das stimmt. Und Ramon hier mit dem klassischen K45 before Stumpy, weil K45 könnte ja die Schaufel haben. Yep. Dafür aber Stumpy mit dem Schwert-Upgrade. So, Ramon jetzt auf dem Master Sword unterwegs. Das heißt, wir werden relativ bald das Temper-Schwert kriegen. Kann man von ausgehen. Ja, denn was Ramon jetzt auch checken kann, ist das Bombos-Tablet. Der kann sich jetzt auch direkt das Item davon abholen. Ja, kann direkt das Bombos-Tablet machen und dann nach Desert gehen. Nach Halbzeit, ja. Da fällt er schon mal gut an. Ja, das war jetzt nicht sehr beeindruckend. Also das war ja, glaube ich, mit die unterwältigsten Hype Cave, die ich je gesehen habe. Also sofern wir uns diese Karte zu Stone Palace nicht zeigt, dass Stone Palace ein 5-6 Kristall ist, ja, danke. Ja, das Problem dabei ist, dadurch, dass wir Hera gemacht haben und das schon ein Red Crystal war und wir relativ früh rausfinden konnten, dass das der zweite Red Crystal ist. Ja, Ich hab gedacht, dass das Teil von Modern Trance war, dieses. Ups, das habe ich übersehen. Entschuldigung. Also, es waren auch schon alle Pendants bekannt, also dieser Hype Cave war wirklich absolut wertlos. Ja.
Da hat schon wieder mal jemand Lustiges ein zusätzliches O auf das Bombs-Tablet da gekratzt. Immer dieser Vandalismus. Tja. Nicht nur Umweltverschmutzung mit den beiden Flaschen im Wald, jetzt auch noch Vandalismus. Eieiei. Was ist denn los in Hyrule, ja. So, und jetzt kriegen wir ein paar neue Checks hier. Es ist ja eigentlich sehr interessant, dass Yoshi und Ramon haben bisher eigentlich komplett denselben Weg eingeschlagen. Ich meine, ihnen hat nicht sehr viel übrig geblieben. Einer der hätte in den Ort eingehen können, aber. Ja, also am Anfang des Seeds gab es ein bisschen Unterschied bei dem, wie sie die Light World geroutet haben. Aber die Art und Weise, wie das Item Layout dann gelegen hat, hat sie dazu verleitet, dann auch überwiegend das exakt selbe zu machen. Und dann hatten sie wirklich nur die Entscheidung, gehen sie erst nach Port rein oder gehen sie direkt Richtung Thieves Town. Und Desert ist nicht so lock. Nur ein paar Bomben auf der Porsche. Das heißt, wir können Desert Palace komplett abschließen. Genau. Und unser Tempertschwert auf dem Weg in die Rückseite mitnehmen. Ja. Nur ein Herzteil hier auf der rechten Seite. Aber was der Handschuh auch noch öffnet, wäre eigentlich das Spike-Gate, oder? Ohne Hammer geht das schwer. Aber ja, stimmt, da brauchen wir den Hammer dafür. Das vergesse ich immer, diese blöden Packs vorne. Ja, es gibt so ein paar Sachen. Man verdrängt gerne mal, dass man die Flippers vielleicht für Swamp benötigt. Oder dass man für eine Turtle Rock vielleicht den Cane of Somaria haben sollte. Ja, gut. Das sind dann schon etwas schwerwiegendere Vergesslichkeiten. Aber habe ich schon öfter mal gesehen, bei auch in Races und Dailies und so. Also passiert den Besten. Dann jetzt Ramon mit Tempered unterwegs auf dem Weg zu Lanmo. Yoshi wird relativ bald folgen. Und wir werden dann unseren dritten Kristall einsammeln können. Mhm. Und alle insektartigen Bosse sind auch erledigt. Na gut, wir werden da einen davon dann noch irgendwann mal wiedersehen. Später im Gens Tower. Ja. Zumindest die Morte sehen wir nicht mehr. Soweit wir wissen. So, nicht... Ja, wir haben ja noch nicht das Ende des Seeds gesehen. Ich weiß nicht, wie gut der Random Seed dabei ist inzwischen. Da aus Spaß da noch irgendwas Zufälliges mit rein zu tun. Also Boss Shuffle ist nicht an, ne? Oh, das sind die Netz. Also French Vanilla für die Handschuhe hier. Und das ist dann eine recht gemeine Sequenz, die du nicht anders machen musstest, denn du musstest dir erst das Buch holen. Ja. Das in Thiefstown. In Thiefstown war außerdem die Handschuhe aus dem Dick Game und dann nach Desert 3 zu kommen, um dir das zweite Paar Handschuhe zu holen. Ja. V31 mal wieder mit den besten Logiksequenzen, die es sich ausdenken kann. Ja. Es ist immer wieder erstaunlich, was für interessante Seeds diese Version zusammenstellt. Hast du das gesehen, was Maya braucht? Ich glaube, das ist aber ich bin mir nicht sicher. Das ging mir zu schnell. Ein Säckchen. Wir können jetzt
Anti-Fairies in Fairies verwandeln. Ja, und wir können auch die Fledermaus bestäuben. Stimmt, mit dem gerade gefundenen Paar Handschuhe haben wir inzwischen Zugriff drauf. Ja, wir können jetzt die, die Smith Chain machen, wenn wir denn so wollten. Nun kommt was. Ramon denkt sich, nee, das brauche ich nicht. Wunderschönen Run-Cycle mit dem Fire-Rod gegen Glamour. Nimmt auch seinen. Unser Tracker-Dummy sagt, dass Quake ist es, was wir brauchen für Maya. Ja, ist dann jetzt die Frage: Wird dieses Quake jemals auftauchen? Tja. Ich habe mich also quasi um 90 Grad gequält. Und Ramon macht sich auf zum Dark Death Mountain. Es sind viele Item-Checks und wir können auch sehen, was wir für Turtle Rock brauchen, da das ja eins der Items ist, die wir benötigen. Also das Wissen zu haben, ist sicher nicht schlecht. Ja, Informationen. Außerdem kann Ramon sich die Half-Magic abholen, wenn er denn so möchte, ja, die auf Floating Island liegt. Ich denke, in jetzt, wo wir das Tempelschwert haben, vielleicht jetzt nicht mehr so attraktiv. Aber manche Runner mögen Half-Magic recht gerne. Das könnte was sein, dass einer der beiden oder beide es abholen. So, was brauchen wir für TR? Auch Quake. Quake. Das heißt also, das MC Shuffle hat uns eigentlich genau Müsse gebracht. Ja, es hat uns eine Sache gebracht, und zwar, dass wir nicht von Anfang an wussten, welche Pendants Crystals wir machen mussten. Ja, das stimmt, ja. Aber auch das hatte sich relativ schnell erledigt. So, dann sehen wir mal. Und ja, Ramon holt es sich ab. Die Half-Magic zahlt sich, denke ich, aus, diese paar Sekunden investieren, weil Half-Magic macht zum Beispiel gerne ein paar wesentlich einfach von der Ice Palace, das wir ja machen müssen. Ja. Weil da kann man dann die Fire Rod wesentlich liberaler benutzen. Ramon jetzt mit dem Check fürs Ether-Tablet. Ja. Ja, wir sind schon hier oben. Das zahlt sich natürlich auch dasselbe, um das Ganze zu raufen. Aber war nichts. Nur ein Herzteil. Also das Buch quasi nur für Desert Palace Access notwendig. Ja, aber das ist ja dann auch schon genug, um es möglich zu machen. Ja, natürlich. Und es ist auch so, ob sich Ramon jetzt auch noch den kleinen Schild aus dem Basement geholt. Wenn er denn schon hier oben ist. Ja. Kann ich ganz gut verstehen. Es ist natürlich Zeit, die er sich sparen könnte, wie wir wissen, aber... Ja. Also was bleibt uns jetzt dann noch offen? Ice Palace ist jetzt offen. Unsere... Die es nicht komplettieren können, weil wir keinen Hammer haben. Ja, es ist Pot noch komplett offen mit bis zu 7 Items. Ja. Wobei wir davon maximal Zugriff auf 6 haben, denn das letzte wird auf dem Boss sein. Mhm. Swamp Palace, die erste Kiste ist da. Schöner Spot für den Hammer. Habe ich schon mal gesehen, ja. Beziehungsweise ein Item, das zum Hammer dann geführt hat. Also, Catfish haben wir auch noch nicht gesehen, glaube ich. Und natürlich die Smith Jane und Great Catfish haben wir auch. Ja gut, Catfish, wir hatten keine Handschuhe, um hinzukommen. Ja, natürlich. Also,
Ich meine halt nur, das haben wir bis jetzt nicht. So, und jetzt lustigerweise mit diesem. Der Yoshi holt sich den Trank. Macht vielleicht für den Potion Glitch. Aber, jetzt sind beide quasi gleich auf, weil Yoshi war ein bisschen hinter Ramon, weil Yoshi hat ja die Hera Basement gemacht. Haben wir Sora jetzt schon mal von einem der beiden Runner dann tatsächlich gesehen? Sora haben wir nicht gesehen, nur die Ledge. Das wäre natürlich auch interessant, wenn die ganze Zeit da der Hammer rumliegt. Boah, das wäre aber fies. Ich will nichts ausschließen. Spiel. Liefert Yoshi das. Ja, Yoshi liefert das grüne Pendant ab und geht dann in den Port rein, würde ich mal sagen. Hammond mit der Smith Chain. Was auch noch eine Möglichkeit ist, dass in der First Chest in Swamp dann nur der Bogen rumliegt. Oh, und wir dann aber Eastern abschließen könnten. Boah. Also dieser Seed hat noch sehr, sehr viel Potenzial, uns ein paar echt fiese Gemeinheiten an den Kopf zu werfen. Ah, jetzt haben die schon Agri machen müssen. Jetzt müssen wir jetzt auch noch quasi alles abklappern, was irgendwie möglich ist. Und jetzt willst du denen auch noch den einzigen Bogen, den sie als erstes finden, in die erste Kiste von Swamp geben und dann den Hammer auf den Arm aus. Boah, das ist so... Also ich habe keine Worte jetzt. Ich sag nicht, dass ich das will, ich sag nur, ich trau dem Seed alles zu. So. Während Yoshi sich hier betrügen lässt, lässt Ramon sich verfluchen. Unser Tracker auch schon mit ganz anderen Wünschen. Einfach den klassischen Alstrod aufs Pad legen. Ja, die brauchen wir auch noch. Und Pot schon mal nicht bowlockt. Zumindest nicht in der ersten Kiste. Das heißt, wir müssen jetzt in den nächsten beiden Truhen noch mindestens einen weiteren Schlüssel finden, damit wir weitermachen können. Ja, aber ich nehme mal an, Yoshi hat sich diesen grünen Trank geholt, um den Push-Glitch zu machen, sollte das der Fall sein. Allerdings haben wir den Schlüssel bereits gefunden. Ja. Natürlich mit der Potion im Gepäck kann Yoshi mehr oder weniger den Full-Klee hier komplett angehen, nimmt also auch direkt hier die Biggie-Chest mit. Müssen sich von den 6 Kisten, die sich hier in der Front befinden, müssen mindestens 4 davon kleine Schlüssel haben. Ja. Und das heißt also, die restlichen Kisten auf der Bolog-Seite werden kleine Schlüssel sein. Weil es können maximal 2 nicht kleine Schlüssel sein. Und wir haben jetzt diese 300 Rubine und den großen Schlüssel gefunden, das heißt, die Yoshi jetzt mitnehmen wird, sind alles nicht. Wird er jetzt hier aufspringen, sich ein klein wenig zurückbewegen, etwas Magie verbrauchen, damit er die Potion auch nutzen kann. Und dann die Potion beim Nachtlingsgehen in diesen Zwischengang trinken. Das bewirkt, dass sich die Kamera in diesem nächsten Raum nicht wie normalerweise festsetzt. So, dass man die Mimics einfach aus dem Sichtfeld bewegen kann. Und da das Spiel denkt, was es nicht sieht, existiert nicht, das ist tot, öffnet es die Tür für einen. Ja. Ramon zeigt uns jetzt aber den Catfish und hat auch den Spiegel draußen, wird also wahrscheinlich rüberspielen und so machen. Catfish hier. Ja, die zahlen sich auch nicht mehr aus, wir wissen es alle schon, alle Kristalle und Pendants. Und ich bin auch der Meinung, mit dem Small Key Layout, das wir haben, ist hier der hintere Teil von Pot logisch technisch gesehen in Bowlocked.
weil wir, so wie Yoshi gezeigt hat, alle unsere Small Keys in der Front ausgeben konnten, ohne einen weiteren Krieg zu kriegen. Also wenn wir hier etwas im Pott finden sollten, dann sollten wir irgendwo anders zumindest einen Bogen herkriegen. Aber nicht von Sora. Ja, Sora hatte, wie erwartet, nichts. Ja, diesmal sogar beide Fische komplett ohne irgendwas. Eine Map, ein Kompass. Wäre lustig gewesen, wenn beide vom selben Dungeon wären. Ja. Oh, und ein Bugnet für Yoshi. Ja, gerade die Spieler, die wir hier auf dem Wissen haben, brauchen das Bugnet ganz dringend. Ja, wie willst du sonst Stil echt AK2 besiegen? Dark Maze für Yoshi. Ja, wir haben nur noch zwei Checks, die wir machen können hier in Pod. Und nur noch einen und bisher Pod nix. Ja, also. Außer man ist ein großer Fan von Swagman. Eine Schaufel? Also, das ist zumindest etwas, obwohl wir nicht wissen, zu was das führt. Und scheint, als ob Yoshi jetzt Catfish Sora angehen möchte. Wenn Ramond wiederum das grüne Pendant abgibt, seine Bomben abholt. Ja, die große Frage ist jetzt, wird Yoshi dann nach Sora wieder runter spazieren und die Grey Cat Ledge mitnehmen oder wird er das dann extra machen? Wenn er es überhaupt macht. Also die Graveyard Ledge hatten sie meines Wissens nach schon gecheckt, als sie das erste Mal die Dark World Loop gemacht haben. Okay, also den Zeitpunkt hatten sie natürlich den Spiegel schon. Okay, dann habe ich das Fall übersehen. Also. Ja, also ich habe auf jeden Fall von einem der beiden Runner die Graveyard Ledge gesehen und es wäre eigentlich fahrlässig, bei dem Weg, wie sie die durch die Dark World mussten, die Graveyard Ledge auszulassen. Aber ja, wenn es nicht die Schaufel ist, dann haben wir nur noch Ice Palace. Und die erste Kiste ist Bone Palace. 1, 2, 3. Bis zu 5 Kisten potenziell, je nachdem, welche Schlüssel wir kriegen in Ice Palace. Mhm. Und Swamp, die erste. Nette Aussichten. Ja, kann natürlich sein, dass wir Quake finden und Maya sich dann öffnet. Oder den Bogen, damit wir Zugriff auf die Red Bomb haben. Also es ist immer noch viel möglich. Ja, wenn wir den Bogen finden, heißt das, wir können nicht nur Eastern Palace vervollständigen, sondern wir können auch zu Helmersaw gehen. Ohne Hammer ist das immer noch schwer. Oh ja, stimmt, wir haben ja immer noch nicht den Hammer. Also, es ist selten, dass man nach einer Stunde 10 immer noch keinen Hammer hat in einem Random Seed. Ja. Aber ja, er ist bisher nicht aufgetaucht. Ja. Und auch Ramond hier mit dem Potion Glitch. Einmal alle Mimics vom Screen bitte, damit die Tür aufgeht. Oh, und Yoshi jetzt mit der Smith Chain? Schaut so aus, ja. Und Yoshi wäre dann in der Position, wenn es die Smith Chain nicht ist, direkt im Anschluss die erste Kiste in Swamp zu checken, bevor er nach Eis geht. Ja, die Purple Chest haben wir ja noch gar nicht mehr gesehen jetzt. Weil Ramond hatte die Bats gemacht, ich glaube, und ist ja noch nicht zur Purple Chest zurückgekommen. Ja, ohne den Hammer ist das leider ein bisschen umständlich, weil man beides machen will. Da muss man sich entweder entscheiden, nimmt man die Purple Chest mit oder nimmt man die Magic Bat mit.
Der Magic Band hat sich leider nicht ausgezahlt. Wenn Yoshi sich dazu entscheidet, die Purple Chest zu machen, könnte das durchaus positiv enden. Wobei, das ist eigentlich auch nur der Fall, wenn man auf den, oder in, oder auf der Route die K45 mitnehmen wollte. Da Yoshi das schon gemacht hat, kann er auch ganz einfach die Purple Chest hier mitnehmen, in die Dark World gehen und dann runter zu 7. Dann kommt er allerdings nicht mehr so einfach nach Swarm zurück. Ja. Dann wird er jetzt eher Ice Palace Feuer machen. Also es ist halt, ohne den Hammer kannst du leider nicht alles auf einmal gemeinsam mit einrouten. Da musst du irgendwas lassen, was du nicht machst. Und das ist in diesem Fall für Yoshi halt die erste Kiste in Swamp, die er riskiert, zurückzulassen. Ich würde mal sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Progression in halt keine Funktion ist, um einiges höher als die erste Kiste von Swamp. Und auch die Purple Chest war nur Mörder. Den ja. Dixpot haben wir noch nicht gesehen, oder? Hm? Den Dixpot haben wir noch nicht gesehen. Ich glaube nicht. Nein. Yoshi hat den bisher nicht aufgesucht. Ja, und Ramon hat geschaut, er ist jetzt gerade gefunden. Aber Ramon macht jetzt den Dixpot. Ja, Ramon hat ja die Smith Chain zumindest zu großen Teilen schon gemacht. Die Hälfte, mehr oder weniger. Smith abgegeben und die Magic Fat mitgenommen. Das ist schon irgendwie beeindruckend, dass die größte Divergence bisher... Oder ist die Ice Rod? Oh, das kann Yoshi ganz ordentlich in den Allerwertesten beißen. Ich meine, der Big Spot jetzt nicht ein langer Check um zu machen, aber... Es kann durchaus sein, wenn wir jetzt zum Beispiel Quake finden, kann es durchaus sein, dass Yoshi Turtle Rock zuerst hat, bevor er überhaupt die Ice Rod findet. Ja, denn der Ice Rod tatsächlich lockt nur einen einzigen Check im Spiel und das ist Trinex. Und bevor wir überhaupt zu Trinex kommen könnten, müssen wir den Hammer finden. Das heißt, Yoshi wird auf jeden Fall Progression finden, bevor er zum Dixpot zurück muss. Und das kann halt bedeuten, dass Yoshi nach und nach sich um den Dixpot rumroutet, weil er liegt halt nicht mehr irgendwo noch auf einem Weg. Er ist so ein bisschen isoliert jetzt. Ja. Eventuell, wenn er die First Chest Swamp macht, könnte es sein, dass er sich den kurz mitnimmt, aber ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, das Problem ist aber dann, falls er jetzt tatsächlich hier einen Ice Palace den Hammer findet, dann hat er auf einmal viel, viel mehr zur Auswahl. Und kann dann Swamp direkt machen und dann hat er nicht mehr unbedingt den Grund, vielleicht zurück zum Dickspot zu gehen. Ja, ist schon ziemlich. Was für ein Seed, wo die. Entschuldigung. Was für ein Seed, wo diese ganzen einzelnen blöden Checks sind alle irgendwie. Haben irgendwas. Ja, und jetzt denk nochmal drüber nach. Das war die Schaufel in der Big Chest in einem Pendant Palace of Darkness, der nichts anderes hatte. Mhm. Eieiei. Misery Mai ist auch immer noch offen als Möglichkeit, so wie Quake Fenty. Also Eisbein ist bisher jetzt nicht besonders beeindruckend. Naja, Yoshi hat noch eine Truhe mehr, die er checken kann. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, er hat den Big Key jetzt gerade gefunden, bevor es... Ja. Oder hat er die Big Chest schon gecheckt? Ich glaube, die Big Chest hat er schon aufgesammelt, ja. Ja, dann wirklich nur noch eine Truhe.
Ja, weil für Goldstair bräuchten wir den Hammer. Es muss auch nicht der Hammer sein, jetzt hier in Ice Palace, den wir finden. Den brauchen wir nur, ja, um hier weiterzukommen. Ja. Also es ist... Was ist in dieser Truhe? Eine Map. Die Karte für Ice Palace. Ja, so viel zum MC-Shuffle. Und ja. Wenn wir jetzt nicht irgendwie dämlich irgendwas vergessen haben... Ist es die erste Chest in Swamp und das ist vielleicht das Beste, was Yoshi passieren konnte. Er hat das Green Pendant noch nicht abgegeben. Doch. Ah, ich glaube aber, Yoshi hat die Dark Rooms im Eastern Palace nicht gemacht. Ah, okay. Ja, okay, dann bitte jetzt hier nur ein Herzteil einsehen. Aber ich glaube, das ist vielleicht Glück im Unglück hier für Yoshi, weil auf dem Weg nach Swamp jetzt zurück wird er auf jeden Fall nochmal am Dickspot vorbeikommen. Mhm. Und so wird er zumindest nochmal sein Ice Rod einsammeln können. Wenn er daran denkt, dass er die Schaufel gefunden hat. So, wir nehmen jetzt Wetten an. Was finden wir in der ersten Kiste in Swamp? Den Hammer? Das Quake-Medaillon oder einen Bogen? Oder die Boots? Ja, okay, wir haben auch noch Bonk Rocks und Kingstomb, das ist richtig. Ja, die Desert Torch, wissen wir, dass da Bomben drauf ist, die ist es nicht, aber ja. Das könnte auch der Pilz sein. Ja, es ist so ein bisschen was, was wir noch finden könnten, ja. Also ich sage, es ist cool. Ja, ich gehe mit meinem Bogen. So wie das aussieht. Yoshi wird wohl einen kleinen Ticken schneller sein bei Swamp. Aber da sind sie beide dann so fast doch zeitgleich wieder da. Ja. Also bisher haben sich Ramon und Yoshi relativ eigentlich gleich gehalten. Die Unterschiede, die beide hatten, waren von Checks, jeweils andere nicht gemacht hat. Aber... Das, nachdem sie dann diese Checks dann andersrum gemacht haben, hat sich es wieder ausgeglichen. Also. Ja, und sieht auch so aus, als ob Ramon tatsächlich einen kleinen Ticken vor Yoshi ist hier. Ja, Ramon holt sich jetzt noch die Purple Chest ab. Das stimmt. Während der Yoshi. Ja, Yoshi muss dafür nochmal zum Dexport rüber. Ja. Also. Ja, und Yoshi macht jetzt, glaube ich, auch noch die Bat mit. Ja, Yoshi hat, glaube ich, die Bat beim ersten Mal schon mitgenommen. Nein. Ah doch, ja, stimmt, ja. Sorry. Wo geht Yoshi denn hin? Oh, und Ramons hat die Purple Chest entweder doch schon gemacht oder ignoriert sie einfach gekonnt. Ah ja, Ramon muss die Purple Chest gemacht haben, weil er den Open Shield hat. Ah. Ja, also eigentlich im Endeffekt beide nur ein paar Screens voneinander entfernt. Ja. Oh, und Yoshi denkt an seinen Ice Rod. Ich glaube, da wird er sehr, sehr froh sein, wenn er den jetzt hier gerade auftauchen sieht. Ja, das heißt also eigentlich Hammer, Quake und Bogen sind die einzigen Items, die jetzt abkriegen müssen. Genau. Und vielleicht die 1 in 22 Boots. Wer weiß. Man soll es ja nicht ausschließen. Ja, die Boots können auch benötigt werden für den Big B.
auf Torch Engels Dauer. Und ich will ja nicht alle Hostnerinnen drauf beschwören, aber ich sag mal so Boots auf einem Pedestal. Ja. Gut. Nee, können nicht auf dem Pedestal sein, ja. Und unser Tracker tatsächlich heute mal mit weiser Voraussicht, dass die Boots First Chest Swarm sind. Das ist ja gerickt, der weiß das ja schon. Ramons hier auch mit einem Play, was man nicht allzu häufig sieht, mit einem Portal Safe für Swamp tatsächlich, geht stark davon aus, dass er jetzt gleich den Hammer findet. Mhm. Dementsprechend sich einen Weg in die Dark World zurück nach Swamp sparen kann beim nächsten Trip. Ja, und Hammer da ist gefunden. Auch der Hammer. Wird wahrscheinlich jetzt doch schnell die Bank rocken, mit wenig Sicherheit. Ja. Oder auch nicht. Ramon sagt sich, ne, Swamp ist alles, was ich brauche. Und flutet dann aus Gewohnheit wahrscheinlich zu viel. Wenn er auch einfach zu 7 hätte fluten können. Mal sehen, ob es Yoshi besser macht. Ganz wichtig hier. Ramon muss etwas in die Hand nehmen, um nicht direkt ins Mirror Portal reinzulaufen. Denn er muss natürlich Swamp nochmal das Wasser reinlassen. Required Double Tip für Swamp. Eh gehabt. Oh, wir haben das Lumberjack-Item ja gar nicht gesehen, das stimmt. Ah, Yoshi mit einem Blind-Check auf Lumberjack hier. Und da ist oder auch nicht, denn da liegt das... Eieiei. Tja, das heißt also, wir brauchen nur noch einen Bogen finden und wir sind in Not. Jetzt Yoshi noch mit den Bonkrocks. Wird dann wahrscheinlich auch noch Kingstomb mitnehmen. Wenn da jetzt der Bogen drinnen ist. Okay. Aber wenigstens hat Ramon da jetzt nicht viel verloren. Ja, aber Ramon hat nie Lumberjack gecheckt. Ja. Und sich dementsprechend jetzt gerade auch das Quake-Medaillon nicht abgeholt. Das kann noch ein bisschen Zeit kosten. Mhm. Besonders wenn sich jetzt der Bogen in... oder der Hammer in Maya. Na, den Hammer haben wir. Aber wenn sich der Bogen in Maya befindet, soll. Unwahrscheinlich. Wird wahrscheinlich auf seiner Vanille-Location der Laserbase sein. Aber. Ja, also was wir hier vielleicht sehen könnten, ist, dass wir von Yoshi ein mögliches Gamble darauf sehen, die Left-Seite nicht zu machen. Denn da er jetzt schon weiß, dass Turtle Rock für ihn offen sind, offen ist, kann er auch einfach hoffen, dass der Bogen dort oben ist. Mhm. Oder selbst das Wissen, dass ein Bogen im hinteren Teil von Swamp wäre, würde ja schon reichen, dass er die Left-Side gar nicht mehr machen muss. Das würde ihm halt dann doch so 2-3 Minuten sparen und das ist halt vielleicht der Vorteil, den Yoshi braucht hier gegen Beramund. Ja, Ramon ist natürlich jetzt noch auf der Suche nach Quake. Neben dem Bogen. Nachdem wir das Item Shuffle, das MC Shuffle haben und die Items, die beiden Items dementsprechend nicht unbedingt finder sind, heißt das, dass die Left-Side ziemlich garantiert zwei Items hat. Yep, sie
hat garantiert zwei Items irgendeiner Art, was natürlich immer noch Maps und Kompasse sein könnten für irgendwelche Dungeons, aber in diesem Fall ein Herzcontainer, ein Herzteil, nicht lohnenswert. Die linke Seite freut sich, dass du da bist. Genau. Ja, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Yoshi erstmal direkt nach hinten gehen wird, denn er ist wirklich nur noch auf der Suche nach einem Bogen. Ja, nachdem er, wie schon erwähnt, die Bogen jetzt progressive sind, heißt es, dass es zwei Bogen-Locations gibt. Und jetzt sind beide gleich. Also. Mit dem Unterschied, dass Yoshi das Quake-Medaillon schon hat, was Ramon definitiv nochmal einsammeln muss. Ja. Also. Aber momentan zumindest haben wir den Sync um eine Sekunde. Und Ramon macht sich wieder auf den Weg rauf und holt sich die große Kiste, während Yoshi sie einfach ignoriert. Ramon hat den Schnitt bekommen mit der Treppe da. Oh, und da ist der Bogen! Der Bogen! Ah. Und es kommt genau das zustande, was ich befürchtet hatte. Yoshi jetzt in vollem Go-Mode kann alles skippen, was jetzt noch nicht irgendwie benötigt ist, weil er Schlüssel braucht. Ramon noch auf der Suche nach Quake. Wird Swarm komplett zu Ende full clearen? Ja. Und verliert dadurch leider ein wenig mehr Zeit. Ja, und zu Lumberjack muss er auch noch. Ich will wahrscheinlich mit den Bonkrocks mitnehmen, aber wann auch immer das ist. Die Frage ist, macht er zuerst Eastern Palace? Ich kann es mir fast vorstellen. Weil es ist ein weiterer Crystal und ermöglicht dann zwei weitere Checks aus der Red Bomb. Und nach diesem Ziel traust du da auch der Logik wirklich alles zu. Und wir bekommen eine rote Rüstung von Argus. Aber Ramon hat die Poke-Strats drauf. Hat also mit dem Bosskampf ein bisschen Zeit gemacht. Ne? Das stimmt. Nun, was ich mir bei Ramon auch erstmal vorstellen könnte, ist, dass er vielleicht Ice Palace abschließt. Das macht Yoshi jetzt, glaube ich. Ja gut, Yoshi im Go-Mode muss sich natürlich nur noch um Coldstack kümmern. Für Ramon wird es dann halt darum gehen, dass er halt eventuell nochmal die beiden Chests auf der rechten Seite mitnimmt. Aber ja, es ist halt jetzt alles so kleine Sachen, wo Ramon Zeit einbüßen kann gegenüber Yoshi. Und ne, Ramon entscheidet sich für den Eastern Play. Wie gesagt, mit dem, oder so wie er es gefunden hat, kann ich das absolut verstehen. In diesem Seed traust du wirklich alles zu. Du hast den Bogen gefunden. Du gehst dem Bogen nach. Mein Eastern musst du eh machen. Und dann kannst du dich danach halt immer noch entscheiden, nimmst du die Red Bomb mit. Amos natürlich immer noch mit dem einen Item, wo du einfach hoffst, dass es vielleicht jetzt das ist, was du benötigst. Bald sehen, was zwei der Bosse, die wir bisher noch nicht gesehen haben. Ob die irgendetwas Interessantes für uns haben. Weil Silver zum Beispiel wären ganz nett.
Brauchen tun wir es nicht, aber trotzdem, wäre nett. Wäre jetzt halt zum Beispiel ganz interessant zu sehen, die Silvers auf Amos, damit es auch wirklich garantiert ist, dass du den Bogen in Swamp finden musst. Und der letzte Amos Knight entkommt leider Ramon, damit nicht das Quickkill-Setup. Aber trotzdem noch schnell recovered. Kriegt eine Fee geschenkt als Belohnung. Und Yoshi benutzt die Bombos-Medaille, um den Panzer von Holzkirche zu öffnen. Ja, er hat. Die Vanilla-Herzchen von Coaster. Ja, Yoshi hat sich nie Half-Magic abgeholt. Mhm. Oh, und Ramon jetzt hier nach Ice Palace mit dem Lumberjack-Check. Beziehungsweise Bonkrocks-Checks. Sehr gut geroutet, wenn man nicht weiß, wo Sachen sind tatsächlich, weil es ist halt wirklich der kürzeste Weg, mehr oder weniger direkt danach hin, nachdem du. Oder? Schon sehr clever ausgewählt, da mit der Flut zu 8 das einmal noch zu checken. Ist halt für Ramon hier nur wirklich ein bisschen schade, dass er halt die Left Side in Swamp vorher gemacht hat. Ja. Yeah. Weil auch jetzt ist Ramon im Go-Mode. Muss jetzt nur noch einmal zu Coldstair durch. Ja, und Yoshi noch einmal einen Besuch bei Amos machen muss. Ja, für Yoshi ist das ja ein Triple Death. Das ist ein Schmerzhaft ist. Ja, aber ich bin dann immer noch eher dafür, lieber ein Triple Death Eastern als Left Side Swarm? Ja. Also ich weiß nicht. Ja, und dann bleibt uns ja nur noch Turtle Rock übrig, ne? Ja, aber da müssen wir dann wirklich nur noch alles öffnen, was wir brauchen, um die Schlüssel zu finden. Das heißt, da wird sich nicht mehr lange aufgehalten. Und dann wird es letztendlich darauf ankommen, wie werden sich die Runner entscheiden, in Gennets Tower zu routen. Und wo ist der große Schlüssel? So, und Yoshi erlegt Kenneth die Amulets. Das ist dann Nummer 6 für ihn. Bekommt auch seine Flasche. Thank you.
ob sie dann überhaupt während Ramon runter zu Kolster geht. Ja. Also Yoshi mit etwa einem Weg nach Turtrock Vorsprung hier. Und mit Half Magic kann sie natürlich leisten, ein wenig ja, liberaler mit seiner Magie umzugehen bei einem Kurzstellfight. Aber nimmt sich jetzt auch seinen sechsten Crystal in Empfang. Wird sich dann auf den Weg machen zum letzten Dungeon. Vor Ganon's Tower. Oh. Da mir das hier auch gerade schon nochmal in den Chat geschrieben habt. Wenn es euch gefallen hat, was unsere Runner bisher gezeigt haben, dann lasst ihnen doch ein Follow da bei ihren Streams. Sie spielen auch neben den deutschen Weeklys hier gern mal den ein oder andere Partie Rando mit relativ interessanten Settings teilweise. Aber ein großer Crosskeys-Fan. Und Yoshi ist immer mal wieder für den einen oder anderen interessanten Seed zu haben. Da ist der Pilz. Passenderweise in einer Höhle. Ja, ich meine, bei den verschmutzten Wäldern würde ich als Pilz auch lieber in Höhlen wachsen. Das ist dann auch der Change-Up, der jetzt nicht besonders gefährlich. Wir haben unseren Sitzpunkt gefunden. Bedeutet also, Yoshi wird ziemlich sicher die Vanilla Big Key Chest auslassen, sich einfach nur den Small Key von dem Poké greifen. Mhm. Weiter Richtung Trinex bewegen. Oh. Die Bunny Spray von Yoshis Drachen rein. Oh. Ihr wartet, die Lava-Chest ist skippt. Big-Chest auch. Ja, im Gegensatz zur Lava-Chest ist dieses Skip minimal riskant. Es gibt, glaube ich, eine etwa 3%ige Wahrscheinlichkeit, dass der benötigte kleine Schlüssel, den wir noch brauchen, jetzt tatsächlich in der Big-Chest hier ist. Cool. Auf jeden Fall wird Yoshi den Besuch bei der Laser Bridge antreten müssen. So wie er es geroutet hat. Hat dort 4 Chancen, den einen kleinen Schlüssel zu finden, den er noch braucht. Nummer 1, 10 Pfeile.
Kiste. Nummer 2. 20 Rubine. Komm jetzt 30 Bomben oder so. Nummer 3 ist der kleine Schlüssel und das ist alles, was Yoshi noch braucht. Ja. Und die vierte Kiste da. Warum auch? Könnten noch das Potter Sword sein, könnten die Silvers sein, aber das ist alles nichts, was Yoshi zwingend benötigt. Mhm. Und es kann halt auch einfach nur was vollkommen Unnützes sein, also warum noch damit Zeit vergeuden? Und, da war ein kleiner Schlüssel in der Box. Das heißt, Ramon rein theoretisch könnte einfach die Lesebox nicht machen. Ja. Oder entscheidet sich gerade die Crystal-Runde zu machen. Er hat die Kiste braucht er nicht machen, er kann auch Laser Bridge direkt komplett skippen. Oh. Er muss gar nichts mehr machen hier in Turtle Rock. So, und das bedeutet, Yoshi nimmt seinen 7. Crystal in Empfang. Das heißt, wir können ein ganz beliebtes Spiel hier spielen, nämlich das Gannet Tower Big Key Guessing Game. Gibt 22 Positionen, wo der Big Key in Gannet Tower sein kann. Und ihr könnt euren Tipp abgeben mit einer Zahl zwischen 1 und 22 hier in den Twitch-Chat. Wo ihr glaubt, dass Yoshi den Big Key finden wird, denn wir werden mit dem Run zählen, der als erstes Gannet Tower betritt. Ja, selbst wenn Ramon den Schlüssel zuerst finden sollte, werden wir trotzdem Yoshis Zahl verwenden. Genau. Ich gehe wie immer mit meiner Nummer 3. Ich sag, es ist nicht Tyrone, weil dieser sieht so war bisher zwar zäh, aber extrem böse. Und daher würde ich sagen 21. So. Wir nehmen auch keine Tipps mehr an. Und es geht los. Nummer 1 und Nummer 2. Wir haben einen kleinen Schlüssel und sieht so aus, als ob Yoshi weiter auf die rechte Seite möchte. Mhm. Tyrone ignoriert. Das ist auch der Usus, würde ich sagen. Es gibt ein paar Runner, also entweder die Runners, die Dolph Gambern, wenn sie sehr hinten füllen, oder die aus Prinzip Tyrone als erstes machen. Ja, ich weiß nicht, wie viel es sind, irgendwie 30 Sekunden oder so, oder 40, die du dort warten musst. Mhm. Für einen ein relativ großes Zeitinvestment dafür, wenn nur eine Chance von 1 zu 22 hat. Ja. Und Ramon entscheidet sich eher erst für den Blick auf die linke Seite. Wird vermutlich eher mit dem Starforce Room und dann dem Spiegel die Dark Magician ähnliche Strategie verwenden. Nicht, dass Ramon ein großer Freund davon war, direkt komplett rechts durchzugehen. Ja, das ist die Strategie von Starforce Room und dann rechts bis zu den vier Kisten zu gehen, ist in der Regel, also wird jetzt mittlerweile Pink Magician genannt, nach Pink to the Rose. Ja. Kein Big Key, aber. Oh, Silverfire. Die Silvers, und das bedeutet, wir mussten tatsächlich auch den Bogen in Swamp finden. Mhm. Dann, das war Kiste Nummer 12. Ja, bei Yoshi. Wollte ich jetzt gerade sagen, das war jetzt gerade Kiste Nummer 12. Das heißt, in der Room wird dann 13, 14, 15 und 16. Nee. Ja, wir haben noch eine Kiste. Ja, ja, na, der Feuerschlange in der Room. Zuerst noch und dann werden wir. Also 13, 14 für die Feuerschlange. Und
Wenn sich Rambond entscheidet, hier nachzuspiegeln und nicht rechts durchzugehen, wird er auch auf jeden Fall den Wiki als nicht vor Yoshi finden. Und ja, sieht so aus, als ob Rambond da... Eine einzige Möglichkeit, wo Rambond den Wiki vor Yoshi gefunden haben können, wäre, wenn er full right gegangen wäre und sich wirklich hier auf Bob fest oder die Arme befindet. Aber er ist in der Nähe. Das war Kiste Nummer 15. Genau. Und damit kein direkter Gewinner, aber am nächsten dran heute Freaky 305. Mit dem Tipp von Nummer 13. Spike frecherweise einen der Silver Arrows abgefangen. Ja, und mit dem Feenstaub, dem Silberfein, Redmail, Tempered Sword. Wir haben so ziemlich alles, was wir irgendwie haben wollen. Für einen Ganon-Fight, der relativ leicht zu schaffen wird. Und auch eine relativ gemütliche Gauntlet. Ja, und sogar mit der Half-Magic, die sich ja Yoshi mitgeholt hat. Das heißt also, die Schaufel in Cannon Port war aber required. Das heißt, nur Maya war nicht notwendig. Ja, die Schaufel in Port, die war absolut required. Und das war auch das einzige Item in Port, also. Ja. Außer man ist ein großer Fan von Netz. Ja, werden wir noch die Gelegenheit dazu haben, begutachten, ob einer unserer beiden Runner Swaggin' in Strats macht es. Ja. Allerdings so spät im Seed. Ist es natürlich zum einen vielleicht wahrscheinlicher, wenn schon ganz viele Leute vor dir gefinisht haben, dass du dann vielleicht sagst, okay, nochmal ein bisschen was für die Zuschauer zu machen. Andererseits, wenn es eben noch nicht so viele waren, dann wirst du auch eher sagen, nee, vielleicht hätte ich dann doch nicht Zeit verschwenden. Ist ein Race und kein Entertainment Event. Genau. Die Randall nicht in der linken Straße. So, Yoshi mit nur einem Small Key den kleinen Bann getreten. Muss ihn noch einmal den Key vom Mini-Helmer-Store hier holen. Mhm. Ich brauche die Gelegenheit mit dem Staub jetzt. Und wie viel Rooms genehmigen? Und auf geht's zu Moldau 2. Ja, etwas zu früh da mit dem Hookshot. Schaut sich hier unsere letzte Chest nochmal an und kriegt nochmal einen Refill an Silver Arrows. Auch nicht schlecht. Und auf geht's zu Agenem 2. Hoffen wir, dass nach so einem Kaugummi 10 sie die nächsten Patterns von Agenem ist. Schon mal kein guter Start hier. Nee, das geht wesentlich freundlicher.
Ah, und auch noch ein Blue Ball. Ja. Jawohl. Aga 2 denkt sich, ne, ihr hattet es schon nicht so einfach. Warum sollte ich dann euch nur ein bisschen Entspannung gönnen? Ja, und auch das wird ein Doppel. Und naja. Zum zweiten Mal sehen wir die schöne angenehme Soul Sprite. Die letzte Hürde steht uns noch bevor, aber ich glaube nicht, dass wir einen. Ein großes Problem für Yoshi oder Ramon darstellen wird. Und Ramon mit einem besseren Start in den Aga 2 Fight. Ja. Natürlich, zwischen beiden, weil beide denselben Sieg nutzen, haben beide dieselben Patterns. Bei Arcanine und bei Ganon mit den Teleports. Nur wenn sie sterben würden oder bei, im Falle von Ganon fallen, würde der Pattern sich ändern. Yoshi mit zwei One-Cycles in Phasen 1 und 2 gegen Ganon. Und Ramon hat einen etwas schnelleren Arcanine 2 Fight, hat ein bisschen Zeit aufgeholt auf Yoshi. Nicht bewältigend viel, aber doch ein paar Sekunden. Und jetzt mit den Silver Arrows. Ja, einer sitzt schon. Timing nicht optimal. Aber dafür jetzt das Setup für das Triple. Und gerade wie Ramon gerne betritt, besiegt Yoshi ihn. GG's für Yoshi. Nimmt sich hier den ersten Platz, sowohl auf dem Restream als auch im Race generell. Ja, das Sieg soll sich besser dafür entschuldigen. Also. Für sich selber. GG's zu Yoshi natürlich. Schauen wir mal, ob wir ihn hier gleich begrüßen können. Zu einem kleinen Interview. Und Ramon folgt ihm ja auch noch dicht auf den Fersen. Wir siegen gerne auch GG's für Ramon. Und auch GG an Yoshi, der inzwischen hier ist. Hi. Hallo. Ich bin's, ein Yoshi. Kannst du diese tollen Geräusche machen, die Yoshis in Super Mario machen? Genau die. Okay. Und Ramon hat auch Ganon besiegt und die Trials eingesammelt. Finished zweiter Platz, sowohl im Restream hier als auch im Race. SRL-Time für Yoshi 1:23:20. Für Ramon 1:25:26. So, Yoshi, was war denn das für ein Sieg? Ich weiß nicht, also an sich war das Heat ja ganz in Ordnung, aber diese First Chest Swamp hat mich ja wieder komplett durcheinander gebracht. Ja, die war der Hammer, wie man so schön sagen könnte. Der Hammer, der war der Hammer, also. Ja. Also ich bin froh, dass ich zuerst Lumberjack echt gegangen bin. Ich den Hammer gefunden habe zuerst. Ja. Ja, da sprichst du nämlich auch, glaube ich, genau das an, was letztendlich wohl den Unterschied ausgemacht hat. Denn ihr wart wirklich fast das gesamte Race über mehr oder weniger wenige Screens voneinander entfernt, habt überwiegend dasselbe gemacht. Und es gab halt immer wieder so zwei Punkte, wo es euch auch komplett zusammengeführt hat. Nämlich dann zum einen Aga 1, wo ihr dann zeitgleich reingegangen seid, wo ihr vorher doch ein paar Sachen in unterschiedlicher Reihenfolge gemacht habt.
und dann nochmal die Suche nach der Progression, die zum Hammer geführt hat, wo ihr dann beide fast zeitgleich zur ersten Chest in Swamp rein seid. Und dann Ramond direkt zum Hammer und du erst zu Lumberjack. Das heißt, Ramond hat auch später das Lumberjack gecheckt. Ich schätze mal, er hat zuerst Swamp gemacht und so alles dann. Er hat zuerst Swamp gemacht und hat danach direkt Lumberjack gecheckt. Aber er hat Swamp voll geklärt. F-Zeit, Ramond, ich bin stolz auf dich. Wir haben die Left-Zeit gesehen, wir haben Big Chest gesehen. Ja, Ramond ist dann wieder die Treppe hochgegangen, um die Big Chest abzuholen. Boah, war das aber ein Glück, dass du dann noch den Big Spot gemacht hast, weil da war die Eiswörter, glaube ich. Ja, ich habe gedacht, so, ich gehe sowieso dran vorbei. Ich habe den Schaufel, mach das einfach mal kurz nebenbei mit. Ja, wie froh warst du denn tatsächlich, dass du den Ice Rod da noch hast rausgehen sehen, dass du den Hammer nicht vorher gefunden hast? Ich dachte nur so, wow, ey, ich wäre ich zuerst Swamp gegangen. Ich hätte stark damit gerechnet, dass ich First Chest Swamp eigentlich den Hammer finde und nicht die Boots, aber... Dann bin ich wieder instant TR gegangen. Nee, weil könnte ich gar nicht, hätte keinen Quake gehabt. Never mind. Aber ja. Ich hätte kurz danach bestimmt Quake gefunden, weil ich dann nach Lumberjack und so gegangen wäre wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, also im Moment. Weil ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo wir noch nicht wussten, dass es die erste Chest in Swamp war, hat Ramond aber schon auf dem Weg runter den Ice Rod gefunden. Das heißt, als ihr beide in Ice Palace drin wart, wussten wir, der Ice Rod ist da und wir haben die Gefahr gesehen, oder zumindest ich habe die Gefahr gesehen, wenn der Hammer tatsächlich in Eis gewesen wäre, dass du dann vielleicht dann da nicht mehr vorbeikommst. Weil ich bin mir ziemlich sicher, du hattest direkt erst Swamp gemacht. Wenn du den Hammer gefunden hättest in Eis, oder? Ja, ich hätte zuerst Swamp und dann Into Ice gemacht, auf jeden Fall. Wobei ich ja eigentlich den Schaufelspot gerne mitnehme, sobald ich die Schaufel habe, muss ich sagen. Hätte ich wahrscheinlich sogar noch vor TA gemacht. Ja, was uns so ein bisschen gewundert hat, du hattest die Schaufel schon, als du die Purple Chest runtergebracht hast. Oder war es, oder auf dem Weg. Du hattest auf jeden Fall einmal die Schaufel schon, wo du hättest spiegeln können, glaube ich. Hast du es nicht gemacht? Nee, das hatte ich nicht ganz. Ich hatte die Purple Chest, dann bin ich zwar zu 7 geflogen, aber ich wollte nicht nochmal eben zum Shuffle-Spot gehen. Als ich mit Smith Shane alles gemacht habe. Ja. Lag so ziemlich in der Mitte. Es war ein langer Seed und es war so einige sehr, sehr gemeine Progression-Ketten. Also die ganze Geschichte da, wie du überhaupt den Hammer hättest finden können. Das war ja, du musstest das Buch aus Threestown holen und die Handschuhe aus dem Dick Game, damit du an die zweiten Handschuhe auf Lanmo rankommst. Stimmt. Wofür du auch, Weil ich mich ja tatsächlich ein bisschen ärgere. Ich habe ja nach Hype Cave überlegt gehabt, First Chest Swamp mitzunehmen, aber ich habe mir gedacht, nur, es sind noch viele Spots offen, lass das liegen. Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich es ansprechen sollte, ob man vielleicht nicht es einfach mal riskieren sollte, aber so wie das Ganze halt gerade gepasst hatte, dass du dann halt Bombus Tablet checken konntest und dann direkt nach Desert rein. Kann ich es verstehen, dass man es da vielleicht mal auslässt, weil man hat halt noch Pot komplett offen gehabt, Eis komplett offen. Oder zumindest die Hammerlocked, nicht Hammerlocked Sachen. Eben. Ja. Aber ja, wie hat es dir gefallen? Pendant Pot, das einzige, was es hatte, war die Schaufel, die zum Eisrock geführt hat. Ja, ich war erst traurig, als Pendant Pot gar nichts hatte, aber dann letztendlich hat sich doch bewiesen, dass Pot doch wieder was hatte. Aber ich muss sagen, mein Early hier, Eastern, fand ich super. Ja, war ganz nett bestückt. Ja.
Nur der arme Darkroom hat mich ein bisschen getrollt. Ja, war dann letztendlich nur der Biki und dann das Herzteil dahinter. Ja, das Ding war, ich wusste ja, dass der Biki da ist, aber ja. Musste 50-50 Chance bei Ice Palace machen. Ich gehe Eastern oder ich gehe nochmal den ganzen Weg zu Swamp rund. Ja. Ich kann's verstehen. Man geht halt ungern fast Chest Swamp, wenn man nicht direkt dafür geht, weil es ist halt so ein ewig langer Weg. Und wann hat's denn dann mal tatsächlich den Hammer? Kann auch genauso gut in Eis sein. Eben. An sich, das Seed war ganz in Ordnung. Ich habe mal wieder Pen and T-Stone direkt gemacht. Ich hoffe, ihr seid alle stolz auf mich. Sind wir absolut. Und ich meine, in dem Map Compass Shuffle ist es dann doch auch etwas fahrlässig, Thiefstown gar nicht anzurühren, wenn es dann bis zu 6 Items hat. Und eben. Du noch keinerlei Handschuhe hast und keinen Hammer. Also, du hattest so viel Progression übrig. Du konntest aus Thiefstown Minimum 6 Items, höchstens 7 Items plus ja Green Pendant. Wegen sie. Ja, und ich meine, eins davon war ein Progression Item. Also, das Buch war ein Thiefstown. Stimmt, das hast du definitiv gebraucht, weil du kommst nicht nach Desert ohne das Buch. Korrekt. Ja. Dann würde ich mal sagen, bereiten wir uns darauf, Schluss zu machen. Folgt den Runnern, Yoshi und Ramon. Wie Alan vorhin schon erwähnt hat, auch doch öfter mal Rant spielen. Heute auf dem deutschen Channel haben wir nicht mehr für euch. Allerdings auf den anderen Speed Gaming Channels, also auf Speed Gaming 1, wie vorher der Bock schon gesagt hat, ist jetzt ein Zelda 1 Randomizer, falls euch das interessiert, ist eigentlich ganz nett anzuschauen. Und wir haben da noch ein bisschen Super Metroid Randomizer und den Link to the Past Super Metroid Combo Rando. Der ist später heute Abend. Also alles Mögliche. Großteils auf Speed Gaming. Also Speed Gaming 2. Ja, und dann möchte ich mich nochmal bedanken, sowohl bei den Runnern, Yoshi und Ramon, als auch an unseren Tracker Dummy. Und meinen Kommentar für Rale. Ja, es hat mal wieder Spaß gemacht. Auch nochmal ein dickes Danke an dich. Tut uns leid, dass wir am Anfang so ein paar technische Probleme hatten. Aber wir haben versucht, das Beste daraus zu machen. Ja, im Endeffekt hat es ja dann nicht geklappt. Ja. Ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat und dass wir euch dann auch nächste Woche wieder zum Deutschen Weekly begrüßen dürfen. Da wird wieder ein ganz normaler Open Seed gespielt. So, schaut wieder rein, wenn ihr Spaß habt am Rando. Genau. Bis dann.